Das verschlägt selbst den Fachleuten die Sprache, denn die Galaxie, die jetzt entdeckt wurde, enthält keine oder nur sehr wenig dunkle Materie. Und das ist wirklich äußerst mysteriös, denn bislang gehen Fachleute davon aus, dass sich Galaxien aus dunkler Materie entwickeln. Die aktuelle Entdeckung bestätigt somit nicht nur eine ähnliche Messung aus dem vergangenen Jahr, sondern stellt auch viele bisherige Annahmen der Astronomie auf den Kopf. Brauchen wir jetzt eine neue Theorie der dunklen Materie? Klicks und Science Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ein Astronomie-Team eine Galaxie aufspürt, die keine oder nur sehr wenig dunkle Materie enthält. Schon 2018 gab es eine riesige Aufregung um die damals untersuchte Galaxie NGC 1052 DF2. Denn schnell stand fest, dass etwas nicht mit ihr stimmte. Das Forschungsteam entdeckte nämlich, dass die Galaxie nicht nur fast durchsichtig, sondern vor allem auch fast ohne dunkle Materie existiert. Ein komplettes Rätsel, alles an ihr ist merkwürdig, hieß es von den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Denn nach den bisherigen Annahmen dürften Galaxien eigentlich gar nicht ohne dunkle Materie entstehen. Und so wurde die Studie aus 2018 bis jetzt mit großer Skepsis beäugt. Auch wenn die dunkle Materie selbst für uns immer noch ein großes Rätsel ist, glauben wir zu wissen, dass sie der wohl häufigste Stoff im Universum ist. Woraus dunkle Materie genau besteht, ist aber bis heute absolut unklar und Forschungsteams weltweit suchen mit Hochdruck nach einer möglichen Erklärung. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn die mysteriöse dunkle Materie sendet weder Licht aus, noch verschluckt sie welches. Ihr Nachweis gestaltet sich aufgrund dessen als äußerst kompliziert und so musste sich auch das Forschungsteam aus den USA eines Tricks bedienen, um die aktuelle Entdeckung überhaupt erst möglich zu machen. Dafür nutzen sie die Tatsache, dass Sternhaufen in Galaxien umso schneller unterwegs sind, je mehr dunkle Materie die jeweilige Galaxie besitzt. Denn mit ihrer Schwerkraft verändert dunkle Materie eben beispielsweise die Bewegungen der Sternhaufen in Galaxien. Und so nutzen die amerikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Keck-Teleskop auf Hawaii, um insgesamt 7 Kugelsternhaufen in der Galaxie DF4 zu beobachten. Genauso wie die im Jahr 2018 beobachtete Galaxie befindet sie sich etwa 63 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Auch wenn beide Galaxien von der Größe her mit der Milchstraße zu vergleichen sind, kann man sie nur schwer sehen. Der Grund dafür ist, dass beide Objekte etwa 100 bis 1000 Mal weniger Sterne als die Milchstraße enthalten. Und das Ergebnis belegt, dass die Messung aus dem letzten Jahr wohl korrekt war. Denn auch in dieser zweiten Galaxie bewegen sich die Sternhaufen viel langsamer, als sie es eigentlich tun müssten, wenn dunkle Materie vorhanden wäre. Die Schlussfolgerung des Forschungsteams ist eindeutig, die beobachtete Galaxie kann entweder nur sehr wenig oder gar keine dunkle Materie enthalten. Und diese Entdeckung macht die beteiligten Experten und Expertinnen zum zweiten Mal sprachlos. Dazu der Astronom Peter van Dokkum von der Yale University. Eine zweite Galaxie mit keiner oder nur sehr wenig dunkler Materie zu finden, war genauso aufregend wie beim ersten Mal. Solange es nur ein Objekt gibt, hat man immer diese leise Stimme im Hinterkopf, die sagt, was, wenn du dich irrst? Laut der aktuellen Studie legt dieses Ergebnis jetzt aber nahe, dass es wohl mehr Galaxien ohne dunkle Materie gibt als bislang angenommen. Doch wie diese entstanden sind, das bleibt weiter unklar. Muss etwa eine alternative Theorie über dunkle Materie herangezogen werden, um dieses Rätsel endlich lösen zu können? Die beteiligten Fachleute sind diesbezüglich skeptisch. Der Wissenschaftler Peter van Dokkum kann sich vorstellen, dass die dunkle Materie den Galaxien mit der Zeit verloren gegangen ist. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass sie aus Gas entstanden sind, das eine Nachbargalaxie ausgestoßen hat. Bei all diesen großen Fragezeichen liefert die aktuelle Entdeckung dennoch eine wichtige Erkenntnis, nämlich, dass normale Materie und dunkle Materie unabhängig voneinander entstanden sind. Wow! Dunkle Materie bleibt rätselhaft. Hier auf das Video draufklicken, anschauen und abonniert habt ihr Klicksum hoffentlich schon. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.